Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Raft. So, ich habe jetzt kurz unser Inventar etwas aufgebessert. Ich habe auch die Planken geopfert für unser Essen. Weil es hilft mir nichts, wenn ich auf eine Axt spare. Wenn ich nebenbei verhungere. So, ich werde hier wahrscheinlich nicht allzu lange bleiben können. Da mir Materialien fehlen ohne Ende. Aber ich will mich trotzdem umschauen, um wenigstens Schmutz und sowas zu bekommen. Das wäre nämlich auch schon mal geholfen. Und du bist sicher ein kleiner Dodo, oder? Fangen kann ich ihn ja leider nicht. Aber wer weiß, vielleicht kriege ich wenigstens ein bisschen Schmutz. Und da hinten oben ist schon, wow, ist schon das, was ich vorhin gemeint hatte. So ein kleines Lager. Vielleicht habe ich ja, wie gesagt, richtig, richtig Glück. Und ich kriege hier vielleicht eine Axt oder so, ne? Hier. So, ich versuch's mal, hier hoch zu hüpfen. Ja, ja. Schrei du nur. So. Oder es hat nur so ausgeschaut, als wenn das hier was wäre. Aber ich glaube, da oben ist eine Truhe. Ein Wildschwein. Okay, hoffentlich tut mir das Viech jetzt nichts. Aua. Au, au, au. Ja, und dieser Kontor da ist halt wirklich... Bist du lieb? Ich tue dir nichts. Du könntest aber so ein Viech sein, was mir durchaus... Rezept, einfacher Fischeintopf. Metallbahn, Schrott. Verdammt. Aua. Ja, okay. Boah, jetzt bin ich wieder kurz vorm Sterben, ne? Hä, was ist denn das? Rote Beeren. Ah, ja, genau. Von denen hatten wir schon länger keine mehr. Ich esse einfach mal. Schau mich noch kurz ein bisschen um, aber ich fürchte, ohne Planken habe ich, wow, gleich überhaupt keine Chance. Wenn man dieses Viech hier wenigstens besser töten könnte, ne? Wäre auch schon geholfen. Also hier wäre mal, wow, ein Wildschwein. Hier haben wir eine Höhle. Das ist wieder gut. Für Schmutz. Jawohl. Wenigstens etwas. Supi. Nehmen wir gleich mit. Hier haben wir noch einmal. Das bringe ich auch gleich zurück. Vielleicht finden wir auch den einen oder anderen Pilz an. Genau. Was war das? Also Höhlenpilz. Genau. Höhlenpilz. Genau. So, dann bringe ich das nämlich auch gleich zum Floß und verbunkert das dort. Sehr gut. Da vorne haben wir noch eine Kleinigkeit. Muss nur noch schauen, dass ich sicher nach Hause komme. Jetzt weiß ich nur gerade nicht, wo ich unser Flößchen habe. Hier war es nicht. Doch, hier drüben müsste es sein, oder? Da haben wir auch eine Planke. Da hätten wir nichts, okay. Die Planke nehme ich auch mal mit. Ich muss mich nur kurz beeilen. Nicht, dass der böse Hai uns noch frisst. Boah, schneller, schneller, schneller. Oh. So, jetzt muss ich mich kurz umschauen. Wo ist denn jetzt mein Floß? Ja, wohl, habe ich mich richtig erinnert. Sehr gut. Oh, langsam. Ruck. Sehr gut. Boah, das hätten wir mal. So. Das schmeiße ich jetzt mal kurz hier hin. So. Das war mir jetzt gerade nämlich echt ein Bedürfnis. Boah. Ja, ich habe nichts, um den zu töten. Weil ich habe nur zwei Planken. Hätte ich die jetzt gespart? Die vier vorne hätte ich jetzt können eine Axt bauen. Ich trottel. Naja. Vielleicht habe ich ja trotzdem noch Glück. Lebensmittel. So, mal kurz stärken. Und zwar, ich muss Gemüse, fällt, ja schon, ne? Ein Schwammerl fällt schon unter Gemüse. Leckere Zutat für viele Mahlzeiten, ja. Auch die rote Beere behalten wir natürlich für unser Kompott. So, und die Melone. Wobei ich die auch jetzt gleich essen könnte, aber wurscht. So. Gut, dann werde ich noch einmal einen
wenn wir uns ein bisschen erholt haben, einen Rundgang machen um die Insel herum. So, mal die Suppe schlürfen. Auch gleich eine neue herstellen. Planken habe ich zwar keine mehr dafür, ich werde die jetzt auch sparen versuchen. Ich habe hier noch ein bisschen Früchte übrig, die werde ich dann essen. Hilft ja nichts. So. Zack. So. Das behalte ich auf als Proviant. Einfacher Fischtopf. Kann ich den schon? Fischeintopf, ja, da. Gut, dann kann ich das wegschmeißen. Hey, wo ist meine Planke hin? Hat er die jetzt hier eingesetzt? Weil ich hasse dich. Das macht er schon jetzt einmal auf... Ach, das ist so ekelhaft. So wird das aber nichts, Zocki. Das mit der Planke ist echt nervig, muss ich schon sagen. Sind eh schon keine da. Langsam drücken, alter Schwere. So. Wasser habe ich noch da. Erholt bin ich auch. Die Sämlinge tue ich jetzt noch schnell verstecken. So, ab in die Kiste. Ich hoffe, der kann nicht meine Kiste hinmachen, sonst wäre das echt ärgerlich. Den Barren muss ich verstecken. Barren habe ich hier. Dann den Schrott verstecke ich mal. Den Bolzen verstecke ich auch. Die Schere und die Schaufel behalte ich noch. Zu trinken habe ich. Ich werde zur Not auch gleich für mich selber schnell trinken. Heißt das Salzwasser? Okay, ich glaube, das war Salzwasser gerade. Hoppala. Falsche Flasche befüllt gehabt. Hoppsala. Da hätte ich schon trinken können, wäre ich verdurstet auch noch. Ich Frau schlau. Weg, weg, weg. Ich hasse den Vogel. Wirklich. Aus tiefstem Herzen. Gut, ich warte noch kurz auf... Oder warte, brauche ich nicht warten. So. Den Rest schütte ich weg. So. Gut, dann probiere ich es nochmal, ne? Bisschen was... Aha, jetzt kommt er gerade mit dem Stein. Ja. Jetzt probiere ich mein Glück, ne? Ein weiteres Mal. Ja. Das habe ich selber zu verschulden. Da hinten wäre noch ein Warzenschwein. Oder es ist das Warzenschwein, das ich vorher gesehen habe. Kann ich hier hoch? Das wäre famos. Sehr gut. Eine Melone. Au! Das gibt's ja nicht. Jetzt bin ich schon so weit herüben. Du Drecksviech. Echt. So. Der holt schon wieder Nachschub, ne? Also man kann schon extrem lästig sein. Muss ich jetzt schon mal sagen. So, eine Ananas. Und immer schön Ausschau halt nach einer eventuellen Planke. Aber wie gesagt, ich glaube nicht, dass das was wird. Das Schade ist halt wegen einem Warzenschwein. Das hätte uns wahrscheinlich Leder liefern können. Aber, ja. Das habe ich ja versemmelt. Leider. Ich glaube auch nicht, dass mir das was bringt, hier am Strand Ausschau zu halten. Das wird nichts. Das ist echt doof. Aber immerhin habe ich ein bisschen Schmutz. Das ist ja auch schon was. Ein paar Pilze, ein bisschen Schmutz. Was will ich mehr? Eine Ziege. Oder? Hallo.
Ja, da wäre wieder eine Ziege. Eine Ziege kann man leider nicht scheren, ne? Ist ja kein Schaf. Ach, schade. Ich hätte hier eine Ananas. Möchtest du? Doing, 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 doing. Doing, 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 doing. Das würde mich echt wundern, wenn man eine Ziege scheren könnte. Nee, geht ja nicht. Ich wollte es jetzt nur mal probieren, weil eine Ziege gibt auch kein Leder. Also wer weiß, wie hier die Logik ist, ne? Gut. Dann würde ich sagen, dann war es hier für mit der großen Insel leider. Da ich keine Planken besitze, ist das hier sehr umständlich, ne? Dann werde ich versuchen, gesund nach Hause zu kommen. Also zum Floß. Ja, duck. Da unten ist ja unser Shuttle. Unser Goldstück. Jo. Dann würde ich sagen, wir reisen wieder ab, ne? Das ist halt echt bitter. Aber was soll ich machen? Ich hatte halt gehofft, dass wir unterwegs, wow, dass wir unterwegs noch ein paar Planken kriegen, aber leider nein. So. In Sicherheit. Zack, zack, zack. Und so leid es mir tut, müssen wir Abschied nehmen von der Insel hier. Und tschüss. Ich brauche nämlich dringend Planken, bevor du mein gesamtes restliches Floß noch ruinierst, Mistviech. So. Dann gucken wir mal. Gehen wir mal kurz rauf. Gehen wir mal kurz rauf. Wo muss ich denn hin? Weiter in diese Richtung normalerweise. Sind wir richtig? Ich glaube, ich muss das Segel noch ein bisschen in die andere Richtung tun, damit das klappt. Entschuldigung, ich gehe mal hier kurz vorbei. Wow, da ist ein Loch. So. So, ungefähr in die Richtung. Es ist zu viel. So. Sollte das schon funktionieren. Ja. Ich werde mal die Melone essen. Ciao, ciao. So, lala. Und die auch noch. So, jetzt haben wir genug Samen. Mehr als genug. Nur Ananas nicht so viel. Aber der Rest ist schon nicht schlecht. Jetzt habe ich wieder eingeschalten lassen, nicht Trottel. So, und? Es ist großartig, wir segeln davon weg. Das ist aber nicht schön. Nächstes Mal mit der Richtung. Besser? Noch schlechter. Was willst du denn von mir? Also schon. Ach komm. Nein, schon in diese Richtung. Wahrscheinlich, weil es jetzt gegen den Wind wäre, ne? Deshalb. Was gegen den Wind ist. Wind, dreh dich. Bitte. Boah, das Floß schaut aus. Ach ja. Besser? Na, wird derweil nichts. Da komme ich gerade nicht hin. Wegen dem Wellengang. Echt lästig. Beziehungsweise wegen dem Wind halt, ne? Ich hoffe, das ändert sich noch. Ich mach mal meine Paddel kaputt. La 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 la.
Bitte, ich möchte gerne in diese Richtung. Der Wind. Also sobald sich die Windrichtung ändert, segeln wir in die richtige Richtung. Dann wird es schon werden. So. Hoffe ich. So, ja. Gut. Dann heißt es jetzt abwarten. Die Möwe war fleißig inzwischen. Sie hat alles abgeerntet. Sehr guter Erntehelfer. Nur hilft sie uns leider nicht, sondern nur sich selber. Na? Alles paletti? Legen Sie doch mal ein Ei. Das wäre sehr nett. Das will ich noch brauchen. Ach, naja. Ah, da fällt mir ein, bei der Ziege hätte ich noch können die Milch abholen, ne? Ich habe nie einen Eimer mit, das vergesse ich immer. Naja, jetzt ist auch schon zu spät. Ja, ja. Ich sollte mir wirklich den Eimer gewöhnen, mitzunehmen. Naja, zu spät ist zu spät. So. Gut, ich könnte noch mal hinsegeln, aber scheiß der Hund drauf. So. Ja. Jetzt ist wieder ruhiger. Jetzt hoffe ich, dass wir in die richtige Richtung segeln, schon langsam mal. Nein, immer noch in die gegengesetzte Richtung. Dieser blöde Wind. Oh, hoppala, Entschuldigung. Jetzt habe ich einen Fehler gemacht. Da wollte ich gar nicht durch eigentlich. Ja. Ach, jetzt frisst du mir halt nach und nach alles weg, ne? Ah, das ist echt ärgerlich. Sonst hat man immer, kriegt man immer so leicht Müll und diesmal überhaupt nicht. Haben sie das vielleicht reduziert? Das könnte auch sein. Also da muss ich mir gleich merken, wenn ich wieder blanken Reichtum habe, dass ich sofort ein paar Äxte auf die Seite lege. Das ist halt echt scheißlich. Jo! Jetzt stehen wir halt da, ne? Können nichts machen momentan. Und zwar wirklich nichts. Boah, das Floß schaut jetzt schon aus. Jetzt könnte der Hai schlau sein, mit das hier abbeißen, hier komplett, bis ich zu Holz komme. Ist das soweit? Dann ist das alles weg hier. Ne? Wahrscheinlich. Boah, wie übel. Naja, wenn ich Glück habe, bleibt das hier noch verbunden. Boah. Das wäre echt übel. Ja, ja. Dann könnte ich inzwischen fischen eigentlich. Ich brauche zwar eigentlich keine Fische, aber für einen Haiköder könnte ich inzwischen sammeln. Wäre ja wurscht, ne? Und zack. Na, 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 na. So, jawohl. Hoppala, was war denn das? Das war armselig. Na, vielleicht geht's trotzdem. Das wäre schön jetzt. Jawohl. Ein Schuh. Sehr gut. Noch dazu ein alter. Ach ja. Ach ja. Jawohl, zwei Makrelen haben wir schon. Makrelen habe ich gebraucht, oder?
Hering. Hering und Makrelen, ich glaube. Oder Hering und Seebarsch, ich bin mir nicht mehr sicher. Da, 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 da. Ja. Ein Wels. Ein Hering, sehr schön. Sollte ich vielleicht das Segel wegmachen? Oder sollte ich vielleicht das Segel? Ich meine, ich könnte es ja schon mal in diese Richtung hier geben, ne? Jetzt bewegen wir uns wenigstens. Okay. Das ist ja schon mal was. An dem Ding sieht man es recht gut, dass man sich bewegt. Dann könnte ich ja schon mal in diese Richtung und dann von da nach oben, wenn der Wind sich dreht. Hoppala. Wäre ja auch schon nicht so schlecht. Hauptsache, ich komme jetzt bald einmal zu Planken, hey. Ein Lachs. Kann ich jetzt schon Haiköder basteln? Nein. Weil mir Seile fehlen und eine Seebrasse. Aber die Brasse müsste ich oben haben. Da, 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 da. Das Seil war, glaube ich, hier drin. Kurz warten. Jawohl. Eine Glückskatze. So. So viel Glück kann ich gar nicht brauchen, wie ich Katzen nicht da habe. Was? Falsch. Umgekehrt. So viel Katzen kann ich gar nicht haben, wie ich Glück brauche. So. Jetzt ist besser. Da, 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 da. Nimm Makrele. Wenn ich Planken hätte, könnte ich damit was zu essen machen. Ja. Noch ein Hering, sehr gut. Ah, ja. Planken. Sehr gut. Hoppala. Sehr gut. Planken. Ein Haufen noch dazu. Gott sei Dank haben wir hier unsere Netze. Hier könnte ich noch ein paar basteln. Hier wäre es gut, noch ein paar Netze zu haben. Die Reihe hier voll zu machen. Oh, hoppala. Habe ich jetzt was gefangen? Einen Buntbarsch, jawohl. Seebrasse. Na, wegen einem Hering. Warte, 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 warte. Da gehe ich mal schnell die Seebrasse holen. Ich glaube, ich habe welche, oder? Gar keine. Ah, okay. Ja, gar keine. Ist auch schön. Tu mal den Wels weg. Ist auch schön. Ich habe gar nichts. Es ist hervorragend, ist das. Fisch noch einmal. Vielleicht habe ich Glück. Und dann gehen wir schauen, wie viel Planken wir schon gefangen haben. Ein paar Netze wären noch gut, wenn ich basteln würde. Wirklich für die Länge da. Das wäre echt nicht schlecht. Hier nochmal die ganze Länge bis daher. Das wäre echt super. Oh ja, Fässchen. Ja, das hat sich schon mal ein bisschen ausgezahlt. Ja, wir trinken schon. So. Den Schuh von mir aus können wir. So. Dann Sämlinge habe ich jetzt keine mehr. Na, ich wollte nur kontrollieren. Ja, da ist natürlich schon wieder alles leer gefressen. Was, dann basteln wir mal unsere Axt, ne? Ich brauche dafür jetzt noch einen Bolzen. Die Bolzen habe ich hier drinnen. So. Eine Axt, dann brauche ich eine neue Hacke. Dafür brauche ich Schrott.
Und noch ein Bolzen. Die kann ich nämlich auch gleich bauen. Dann haben wir zu wenig Planken. Macht nichts, das kommt jetzt dann schon nach. Immer mehr und mehr. Genau, hier. Dann können wir uns gleich noch eine zweite bauen. Wie versprochen. So, da brauche ich noch einen Bolzen dafür. So, die kommt auch gleich in die Werkzeugdings. So, auch derweil die Hacke. Auch die Schaufel und die Schere. So ist gut. Jawohl. Der Hammer, den haben wir da. Was brauche ich denn jetzt noch? Werkzeugtechnisch ist alles, ne? Irgendwann kann ich mir dann einen Bogen vielleicht basteln. Aber das muss jetzt nicht so bald sein. Den Metallspeer muss ich noch machen. Genau, da fehlt mir was. Wer hätte das gedacht? Planken. So, da muss ich mein Floß reparieren. Huch, was ist jetzt? Hunger. Kein Problem, ich habe noch Sachen da. Jetzt muss ich mal kurz schauen, wie weit ich schon weg bin von unserem Zielort. Wir müssten eigentlich mal hier rauf. Die Möwe ist noch da. Gut, ich muss aufpassen. So. So, ich probiere jetzt mein Glück. Ja, ich habe noch keinen Speer, leider. Aber hier, das muss ich schon mal machen. Ja. Ja. Drei Planken habe ich. Gut. Hier haben wir wieder mehr. So. Jetzt wollte ich bauen einen Speer. Jetzt fehlen mir noch Seile, Metallbahn und Bolzen. Okay. Also, da baue ich mal die Seile. So. Da haben wir die Seile. Dann brauche ich Metallbahren. Drei mit Bolzen, Speer. Passt. Das kann ich jetzt so tauschen. Das kann ich stacken. Das kann man so machen. Das kann man so machen. Okay. Entschuldigung, bin gerade am Mikro angestoßen. So, meine Nase ist auch leicht verstopft. Verstopft. So, gut. Planken habe ich jetzt eine. Es wird ja schön langsam. Wow. So, ich hoffe, dass die Richtung stimmt. So, der Barren kommt jetzt auch noch weg. Ich tue den Schrotthaufen auch lieber weg. Sicher ist sicher. Machen wir so. Jo. Die Glückskatze. Würde ich sagen. So ist okay. Miau. Gut. Da haben wir noch ein Fassel. Und eine Planke drin. Und dann kann ich schon langsam wieder anfangen, unser Floß zu reparieren. Gott sei Dank. Ja, da fehlt auch schon drum. Mein armes kleines Floß. So, wo ist mein Hammer? Nein. Das brauche ich. Schui. So. Das haut schon mal hin. Das hier muss ich ersetzen gegen Netze. Bis hierher zumindest. Bis da. Das vielleicht, weiß ich noch nicht. Noch ist da keine Insel in Sicht. Okay. Jetzt habe ich noch, hier könnte ich noch schnell bauen, habe ich noch schon wieder Planken irgendwo. Bitte. Ja, eine habe ich schon.
Sehr gut. Und der Part ist auch zu Ende. Dann würde ich sagen, beenden wir den gleich, ihr Lieben. Das war's wieder für heute. Ich bedanke mich von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi.